Danke. Vielen Dank. Ich habe mich nach reiflicher Überlegung entschlossen, bei diesem Bundesparteitag erneut für das Amt des Parteivorsitzenden zu kandidieren. Und ich will das auch begründen, warum ich mich dazu entschlossen habe. Gutes Ergebnis nach so kurzer Zeit zurück in der Politik. Wir haben in den letzten Tagen, eigentlich in den letzten Wochen, sehr, sehr ernsthafte, sehr offene, sehr vertrauensvolle Gespräche miteinander geführt. Wir haben den Ernst der Lage verstanden. Und es geht in der Tat nicht um die Frage, wer wird jetzt von uns hier was, sondern es geht um die Frage, in welche Richtung entwickelt sich die Partei in den nächsten Jahren weiter. Und an dieser Stelle gibt es nicht nur eine Meinungsverschiedenheit in der Sache, sondern wir verkörpern auch zwei unterschiedliche Richtungen. Dass wir hier ein ganz strukturelles Defizit haben in der Altersversorgung unserer Bevölkerung. Wir haben seit heute einen offenen Wettbewerb in der CDU. Ich begrüße das ausdrücklich, dass das so ist. Darüber freue ich mich, denn das ist Demokratie. Das ist auch innerparteiliche Demokratie. Das kann der Partei nutzen. Das hat uns 2018 schon genutzt. Ich gehe davon aus, dass das auch 2020 so sein wird. Junge Frauen, ich glaube, ich weiß, worüber ich da spreche. Ich habe selbst zwei Töchter, die genau die. Es gibt allerdings auch sehr unterschiedliche Akzente. Wir sind alle in einer Partei. Wir wollen, dass diese Partei wieder erfolgreich wird. Aber wir haben sehr unterschiedliche Auffassungen dazu, wie das geht. Und vielleicht darf ich das so sagen, ohne meinem Freund Armin Laschet hier zu nahe zu treten, aber wir haben ab heute die Alternative zwischen Kontinuität und Aufbruch und Erneuerung. Ich stehe für Aufbruch und Erneuerung der CDU. Ich habe ihn auch so verstanden, dass er diese Bereitschaft hat. Setzen insbesondere für die Zukunft der jungen Generation in Deutschland. Wir müssen mehr tun für Ausbildung und Bildung, wichtigen Entscheidungen, vor einer Personalentscheidung.